Herr Leitinger, was ist das Besondere an diesem Projekt Mein Zuhause.at? Das Besondere, dass es eine temporäre Unterkunft für Salzburger Wohnungslose ist. Also wo Wohnungslose, die jetzt bei Freunden oder in Pensionszimmern oder in prekären Wohnverhältnissen wohnen, wieder das erste Mal eigene vier Wände bekommen. Wie sehen die Zimmer oder Wohnungen genau aus? Die Zimmer sind lauter Kleinkanzleien, ausgestattet mit eigenem Bad, eigener Küche, komplett möbliert, aber auch die gesamte Ausstattung vom Fernseher, Staubsauger bis zum Geschirr, bis zur Bettwäsche befindet sich alles im Zimmer. Wie hoch ist die Miete, die die Menschen hier berappen müssen? Die Miete ist eine All-Inclusive-Miete, das heißt, inklusive aller Betriebskosten zahlt der Bewohner 335 Euro im Monat. Wie haben Sie diese Kalkulation geschafft bei den doch sehr teuren Preisen normalerweise in Salzburg? Geschafft haben wir es nur durch ein sehr günstiges Grundstück, das die Kongregation der Barmherzigen Schwestern zu einem sehr günstigen Baurechtskind zur Verfügung stellt, sehr günstigen Baukosten, Unterstützung durch ein Sponsordarlehen der Sparkasse und viele private Spender, auch von Serviceclubs, konnten wir diesen günstigen Preis realisieren. Es gab auch sehr starke Kritik mancher Anrainer gegen dieses Projekt. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, wir haben die Anrainer schon sehr bald mit ins Boot geholt. Es war wichtig, viel mit den Anrainern zu kommunizieren, was passiert hier, wie entwickelt sich das Projekt. Und damit konnten auch die Widerstände bei den Nachbarn hintangehalten werden, beziehungsweise die Vorurteile zum Projekt gelöst werden. Wie lange können die Menschen hier wohnen und was passiert, wenn sie hier ausziehen müssen? Ja, die Menschen können hier maximal 3 Jahre wohnen, weil es ist ja nur ein temporäres, ein Übergangswohnen, wo es eben konkret wieder einen ersten Fuß am Boden zu bekommen. Die Bewohner werden im Haus ja auch von Sozialarbeitern der Caritas betreut und so werden sie wieder resozialisiert, dass sie spätestens nach 3 Jahren wieder einen Job haben, wo sie sich eine eigene Wohnung leisten können.